Hurra! Hello! Unsere Welt geht unter! So, jetzt gib mir mal einen Kuss, ich gehe. Einen Kuss? Wieso denn das? Ja, weiß ich auch eigentlich nicht so genau. Dann ja, verpiss dich. Nippt ja nicht mehr. Oh, da will ich einen Kuss haben. Wisst ihr nicht warum? Wir hassen uns doch. Ja, das hab ich heute Morgen gemerkt. Das rennt da raus. Warum kommt der denn jetzt her? Ich warte auf den Durchbruch! Kommt er? Ja, aber langsam. Das ist ja... Damit bring ich schon. Nee, jetzt mehr mit. Der Kellereinbrecher. Okay, ich geh jetzt. Willst du mir nur einen Kuss geben oder nicht? Nee, willst du mir einen Kuss geben? Wollte ich. Na gut, aber nur wenn du willst. Naja, nur halbherzig. Eigentlich wollte ich dir auf die Lippen einen Kuss geben, aber das tut zu viel von mir. Ich hab keine Lippen. Achso, hier oben meinst du? Oben seit heute Morgen. Ich brauch was zu trinken. Das ist Fakt. Ich kann jetzt nicht weg hier. Hä? Guten Morgen. Was? Guten Morgen. Hallo. Ja, ein Paket. Ja, Gott sei Dank, Paket. Ja, das ist dein Paket. Aber es wurde zerfetzt. Wie wurde es zerfetzt? Was ist das? Ich weiß nicht. Aber hast du mal geguckt, was da drin ist? Durchpasst. Weiß nicht. Ich habe auch guck mal, deutsche Post gemacht. Deutsche Post gemacht. Deutsche Post kaputt gemacht. Kaputt gemacht. Ich bin DHL. Das ist Deutsche Post. Das ist Deutsche Post. DHL. Das ist richtig. So, mega. Naja. So, können Sie jetzt unterschreiben? Ich unterschreibe. Guck mal. XXXXX. Was Empfänger heißt denn das? Weiß nicht. Muss Empfänger geben. XXX23. Okay. Tschüss. Ja, was haben wir denn da? Ein kaputtes Paket von der DHL, von Deutschen Post. Oh. Carsten versucht immer noch krampfhaft durch die Decke zu kommen. Jura, mein Computer ist gerettet, meine Daten sind gerettet. Ich finde das toll. Ich packe das gleich aus. Hör mal, wo ich bohre, sagt er. Wie soll ich das hören? Ah! Das kann man sehen, aber dann nicht hören. Fertig! So einfach ist das. So einfach ist das. Na, sehr gut. Genug Sex gemacht. Reicht? So machen wir das. Hopp, hopp, hopp. Was für komplizierte Scheiße.
wir sind durch. Durchbruch ist gemacht. Zack, Stopp gedrückt, hätte ich gar nicht gemusst. Dann muss ich mich erstmal aufräumen wieder. Ist ja klar. Wo packe ich aus? Der Tommy spielt jetzt auspacken. Auf alle Fälle. Let's play Unpackaging my Media Markt Package. Nix 5 GB, nix 5 MB. 50 MB, 500 MB, 5 GB. Scheiße, Alter, das sind Terabyte. 5 Terabyte Festplatte. Wo ist die Entwicklung da nur hingegangen? Das ist unglaublich. Mal gucken, was man in Zukunft bald bekommt. Mehr Luft als alles andere und die Verpackung in der Verpackung. Da ist die Rechnung. Ist schon bezahlt. Ach, nur die Lieferscheine, ist keine Rechnung. Um Gottes Willen. Zwei Jahre eingeschränkte Garantie. Ja, das ist ja so eine Sache. Beginnt ja schon beim Öffnen. Folie ab. So viel Daten hatte ich, Datenvolumen hatte ich noch nie in der Hand. So, ich habe es beschädigt. Jetzt ist die Garantie erloschen. In diesem Augenblick. Da. Also, nochmal. Seagate 5 Terabyte. Dazugehörpaket. Eins. Netzteil. Datenkabel. Noch mehr Verpackung. Weiter jetzt. Datenkabel. Den Adapter brauchen wir nicht. Für Amiland oder so. Genau. Wir benötigen. Die kommt erstmal weg. Und das kommt drauf. Na, quick.
Quick Adjustment, zack, drin, zack. So, das hätten wir vorbereitet. Erstmal alles ab. Schönes langes Kabel. Einmal gerade liegen. Das zweite Mal gerade liegen. Wenn man es dann irgendwann mal gerade durch die Hände ziehen kann, ohne dass sich wird verdreht. Dann sind die Kabelbrüche auch minimiert. So, haben wir. Jetzt das Hauptstück. Verpackung. Gratulationswünsche. Ja, zum Kauf dieser wunderschönen Festplatte. Save Time. Was haben wir hier noch? Ja. Da ist er, der Klumpen. Schlechthin. Naja. Wunderbar. Von unten. Schon ganz geil. Design ganz schlicht, cool. Datenspeicher. Ja, das haben wir. Jetzt wird er erstmal einen halben Tag wahrscheinlich brauchen, um die ganzen Daten zu transferieren. So, ich schließe an. USB 3. Und Strom. So, und jetzt geht's los. Gucken, ob wir hier überhaupt noch einen freien Platz haben. Ans Netz angeschlossen. Muss man so ein Teil heutzutage noch einschalten? Leuchtet da irgendwie was, damit man sieht, dass es funktioniert? Nee, tut es nicht. Funktioniert einfach, vermutlich. Na, so ist es auf alle Fälle. Das haben wir jetzt. Ich zeige euch nochmal. Ich verschiebe. Leider kopiere ich wieder. Ich verwechsel immer. Kopieren, verschieben. Naja. 9 Stunden noch. In 9 Stunden haben wir es. 21 Uhr. Ist doch was. Das ist mein Feierabend, denn so sieht das aus. Bin trotzdem glücklich, alles gut. So muss das sein. Also bis später. Oder auch hinten ist die Arme. Bei mir ist es nicht mein Arm. Also, zeig, was hast du? Ich hab gar nichts. Ich kann ja hochgehen kurz. Hast du einen Haken für mich? Weil ich würde jetzt nicht weiter dann rumfahren. Ganz arm. Ganz hinten irgendwo.
Ich hab nur. Wegen Rechtsschutz. Es ist ja auch überprüft worden. Ah, das ist nicht gestohlen. Danke, wenn ich dafür die Kuh. Tschüss. Hier, komm her! Warte. Hier. Nee, was ist denn? Hier. Bitte. Das ist immer die. Gerne mit, danke, tschüss. Ja, bitte, tschüss. Hier durch? Ja. Was ist das? Süßes Creo. Hey, ich kann ja nachher mal richtig wiederkommen. Ich komme jetzt nicht von mir. Ich habe richtig geiles Essen bekommen. Das kann ich dir richtig viel sagen. Was richtig geiles Essen? Das nennt sich Food Saving. In Heidelberg gestern. Da hat so befreundete, so ein Pärchen, die hatten den Küchentisch voll, gefühlte 50 Kilo Essen von so einem Bio-Homemade-Laden, der halt ganz neu aufgemacht hat und an dem Tag nicht so viel verkauft hat. Das haben die alles so bekommen. Herrlich. Also ich habe richtig geile Sachen zu Hause. Könnte ich hier genau was essen. Also ich habe es nicht gekocht, falls ihr das Sorgen macht. Erstmal braucht er Nägel hoch. Haken, ja, ich weiß nicht, wie lange? Ich habe ja immer keinen Platz. Nee, ich bin ganz hinten irgendwo hin. Naja, du kennst doch den. Ich will das Ding aktivieren, noch bevor die Saison vorbei. Ich will es bauen. Ich habe schon eine Kette am Haken, ein Schaltwerk und ein Schaltauge. Ja, dann musst du da hinten drin stellen. Das sind nur die Schrottabteilung. Genau. Na, im Moment ist es der Schrott. Nee, aber dann stellst du da hinten und dann ist gut. Im Laden. Was machst du denn? Behandle mal nicht so meine Geschenke. Beleidige nicht den dummen Esel. Der sich du hast gesagt Schrottabteilung. Ja, hast du, ja. Ich hab nur bestätigt. Da Schrott, da kaputt. Die Haken sind mehr als besetzt. Nicht da rein. Jetzt hörst du mal. Ja. Ah, Mann. Mein Keller ist doch nicht die Schrottabteilung. Ist das sicher? Wenn nicht, dass es noch eine Kratzer bekommt. Da kommen wir jetzt hier auf, ey. Aber ich war echt freundlich zu den Polizisten. Du hast gesagt, Sie Arschloch. Nee, können Sie Arschloch? Geduzt wurde schon. Also das hab ich du Arschloch! Nein! Nee, deswegen haben sie sozusagen, weil es ja wirklich am Ende nur um die Rotfahrt ging. Nur um die Rotfahrt? Ja, die kostet eigentlich 100. Du hast keinen Führerschein. Ich hab einen Führerschein. Hast du ihn aber nicht gesagt. Oder haben sie nicht nachgefragt? Ja, betrifft das den Führerschein nicht? Ja, betrifft das normalerweise den Führerschein? Ja gut, du kriegst einen Punkt, oder? Ja, und? Ist doch scheiße. Ja, ich hab ja nichts. Das ist ja kein Bonuspunkt, oder? Das ist ja nicht so, dass du was davon hast. Irgendwann. Auch, aber. Guck mal, hier steht schon mein neuer Laufplatz. Ja, 600 Euro kostet Laufplatzsatz. Jo. Jetzt gibt es endlich Futter. Mann. Komm her und Cracker. Spezialauftrag für meine Tochter. Die hat eine Barbie-Puppe geköpft. Die soll ich jetzt wieder reparieren. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt klappt. Ich schau mal, wie weit ich komme. Der Tommy geht jetzt den Ofen abreißen. Geht nämlich schneller als man denkt. Hi. So, schnell.
So, hier liegt ja noch Arbeit. Das ist ja furchtbar. Was soll man denn jetzt da machen? Avanti vom Pegasus? Ich frage mal meinen Sohn, was da los ist.